So, hallo an alle, zur nächsten Folge vom Megaprojekt. Wir sind dabei und versuchen mal einen Pilz zu platzieren. So einen verdammten Pilz, aber ich man geht hier irgendwie nicht. In der Höhle geht's. Hier oben drauf geht's nicht. Okay. Okay. Probieren das mal folgendermaßen. Die Sache ist halt die, ob das Teil jetzt auch freien Himmel über Kopf haben muss, also wenn es so Höhlenbienen sind. Ich hoffe mal nicht. Dazu baue ich hier gerade mal ein bisschen wieder ab oder mache das weg, weil das mit den Blumen ist sowieso, glaube ich, außerhalb des Radius von dem, was die eigentlich da, naja, verdingen sind. Mal weg. Ruhe ich das jetzt gleich nochmal. Indem ich hier einfach mal so unverfroren ein bisschen Schrott baue. Mal kurz. Wie machen wir es? So, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Haben wir hier sowas? Und überdachen das gerade mal. Ich weiß, sieht nicht so bombig jetzt wahrscheinlich aus. Aber das ist gerade mal Wurst. Wurst. Und mal so jetzt zumachen. Dann da nochmal. Zack, zack, zack. Da. Und da eins. Und dann das Dach drüber. Vorne einen klitzekleinen Eingang. Dann setze ich hier mal ein paar Pilze hin. Ah, probier's einfach mal. Zack, 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 zack. Den und den. Und jetzt sollte ich Pilze platzieren können. Wer sich jetzt fragt, wieso, ganz einfach, die Bienen brauchen sie. Hoffe ich mal. Da kommt ein Shroom hin. Also, da geht's doch schon wieder. Und da kommt ein Shroom hin. Wenn ich jetzt hier das Ding mitnehme. Und das hier dazwischen setze, sollte es eigentlich gehen. So, die Marshy Princess, damit der Forest Drone. Ist immer noch unknown, was die macht im Moment. Bin mir gerade nicht allzu sicher, ob ich das Ding hier analysieren kann. Ich weiß nicht, ob B-Swax geht. Das glaube ich nicht. B-Swax geht hier dann wohl irgendwie. Nein, geht nicht. Geht nicht. Dann könnte ich mich gucken, was sie für Effekt hat und dies und das und bla blub. Okay, nur das Wichtige ist, wir müssen halt jetzt gucken, ob das klappt, ob hier die Anzeige abnimmt, weil dann, ja, wissen wir Bescheid. Operations only possible during the day. Okay. Oder man sieht schon, da ich brauche gar nicht pennen, ich muss schon mal kurz pennen. Nee, okay, das geht. Das geht, dann gucken wir, ob die dann tagsüber was macht. Die macht mit noch nichts. Aber dann nachts ist eigentlich die beste Müll oder, ja, beste Zeit, um Bienendinger zu suchen. Auch wenn ich das jetzt gerade, hier ist doch Wasser, verdammt, nochmal in die Hand nehmen würde. Ich halte nochmal ganz kurz Ausschau ein bisschen nach Bienen. Und zwar hier hinten im Wald. Wenn ich noch ein bisschen mehr habe. Gleich mal so einen Pilz mit. Vielleicht stehen hier ja auch wieder noch so ein paar Dinger rum, die man eigentlich ganz gut sehen kann, weil... Sumpf ist relativ flach. Und unter Wasser gibt es natürlich auch welche, habe ich ganz vergessen. Aber die sind schwer zu kriegen halt, ne? Man sieht sie am besten halt, wenn es dunkel ist. Und dann müsste ich in einem Meer gucken am besten. Na egal, also so spontan werde ich wahrscheinlich nichts finden. Höhle gibt es natürlich auch noch. Also Höhlenbienen, Erdbienen. Ich nutze gerade mal die Gelegenheit und renne mal kurz in rum und warte ein bisschen. Ein paar Minuten, ob sich da was getan hat bei... Ohne Witz, mein Essen ist alle. Ich glaube, ich muss gleich nochmal back hier. Bei der Geschichte da. Irgendwo stehen hier bestimmt noch Teile rum. Und ein Silverwood Tree steht hier auch noch... Nein, steht nicht rum. Ich dachte gerade schon. Hier hätte ich nämlich gleich eingesackt und mitgenommen. Nope, dann halt nicht. Brauchen wir vielleicht noch? Also Silverwood Trees sind äußerst
nützlich. Ne, alles geklaut. Die Blätter sind auch da geblieben, weil dann halt hier Dings war, ne? Jetpack sagt, es geht noch. Hier ist ein Meer, habe ich ganz vergessen. Einfach mal reingucken. Nach Bienen. Nur mal so ganz spontan, wenn ich schon mal hier bin. Ich weiß, nachts soll es am besten gehen, aber dann seht ihr wieder nichts. Was ist das hier bitte? Ach so, Wasser unter Wasser. Wir sind willkommen bei SpongeBob. Wasser unter Wasser. Naja, aber hier ist so ein relativ guter Spot eigentlich. Müsste man grob sehen können, denke ich mal. Ich glaube, ich kann Erde von und Clay von Bienenhöhlen unterscheiden. Die leuchten ja so ein bisschen. Schauen wir einfach mal. Vor allem, weil es auch schnell geht mit der Hose plus Jetpack. Wird sich bestimmt was finden hier. Das ist Marble. Das ist eine Schlucht. Die interessiert mich gerade nicht. Ne, an dieser Stelle scheint nichts zu sein. Weil diese Bienensorte habe ich nicht. Man kann die dann kreuzen. Gibt es, wie gesagt, wieder tausend verschiedene Dinger von Bienenarten. Und ja, ich muss auch mal die Zeit ein bisschen klein wenig durch. Und geht mir jetzt gerade das Essen aus. Das darf aber ja auch nicht sein. So, dann. Nö. Muss hier vielleicht ein bisschen größer dann die ganze Fläche absuchen und so. Unter Wasser sind noch Ruinen und ähnliches. Oh, ein Schiff. Ein Schiff? Ein Unterwasserschiff. Ein Wrack. Hat das schon mal jemand gesehen? Ein Wrack unter Wasser. Sowas aber auch. Gesunkenes Schiffchen. Problem ist halt, wir können es nicht allzu viel sehen, ne? Ist ein Nachteil, aber der Helm, oh, der Helm hält noch. Vielleicht gibt es hier ja ein paar tolle Sachen noch zum Abstauben. Doppelkiste, nee, die ist leer. Auch der, oh, hier war schon jemand. Dann war hier schon jemand, okay. Aber Schiffswracks gibt es wohl auch. Hab ich noch nicht gesehen. Dann halt nicht. Immer so ein bisschen hier drüber. Die scheinen ein bisschen selten zu sein, wo doch die normalen Bienen gar nicht mal so selten sind. Da steht in jedem Biom mindestens eine. Problem ist halt, wenn ich das ganze Meerbiom absuchen muss für ein Bienending. Sieht jedenfalls nicht so gut aus gerade hier. Nope. Jetzt auch meine Sprintanzeige alle. Nee, dann okay. Muss ich wieder zurückgehen, leider. Ich habe nichts mehr zum Mampfen dabei. Hungeranzeige weg. Na, vielleicht geht's auch. Ich bewege mich mal hier so dem Stil zurück. Und dann sehe ich jetzt, ob sie bei den Bienen da was getan hat. Ist aber relativ zügig. Muss ich ja gerade merken. Muss ich gerade noch vermerken. Bestimmt in den Quantumschuhen oder so. Ja, und jetzt natürlich Ende mit Sprinten, weil Hungeranzeige weg. Ja, nichts mehr mit Sprinten, schade. Naja, naja, naja. Naja, naja. Okay. Man muss mich da noch so ein bisschen reinfühlen, man kann die dann kreuzen, die können dann Zeug erstellen und so weiter und so fort. Sind eine Quarry. Spontan, sieht gerade so aus ein bisschen. Wie soll ich jetzt Portal schießen und zurückgehen, aber dann das Portal für meine Aquarium abgebaut und das will ich auch nicht. Ah ja, ein bisschen habe ich noch vor mir. Allzu weit soll es aber nicht mehr sein. Ohne Witz, dass mir mal das Essen ausgeht. Weil ich einfach nicht dran gedacht habe, hier bei dem Dings nachzufüllen. Okay. Ja, ansonsten sehe ich jetzt aber auch gerade auch nicht spontan. Ich glaube schon, der Weg ist einfach alles abgegrast worden. Müssen wir in der Hölle rausgehen und dann einfach nochmal, keine Ahnung, komplett neu irgendwo in der Pampa mich ansiedeln, in Anführungszeichen. Und ein paar Sachen sammeln, Bienenzeug, dies und das. Können wir machen, so eine Höhlentour oder Höllentour und einfach so eine zweite Basis mal errichten. Ist da jemand dafür oder ist jemand grob dagegen? Wer ist dagegen? Nee, andersrum, wer ist dafür? Weil, oder schreibt einfach beides. Schreibt einfach beides, weiß Bescheid. Ja, aber das ist wieder so eine Sache.
muss man sich wieder ein bisschen umgucken. Wäre aber was Neues. Weiß nicht, ob das so ein Neuanfang werden soll, dass ich keine Items mitnehme oder so. Aber halt so ein Außenposten, den man halt so ein bisschen ausbauen kann. Also ich kann auch gerne Items mitnehmen, so ist ja nicht. Dann überlege ich mir nochmal. Was ist das hier gerade? Ist das Wolle? Ja, steht ein Block Wolle rum. Okay. Chat, wie gesagt, so ein bisschen fast leer. Es ist unfassbar, nichts zu mampfen dabei. Okay, einmal durchfliegen. Ganz gechillt jedenfalls. Und hier ist noch so ein Aura-Knoten, so wie es aussieht, weil die Kommunikation, du bist raus. Schau, er ist mit seiner Folge fertig. Ich noch nicht ganz, leider. Oder zum Glück. Denn ich habe noch was vor. Ich würde gerne noch wissen, wie das hier aussieht. Und ich würde außerdem gerne mal wissen, was in dem Turm da oben war. Ob ich irgendwie hoch kann. Wer, wo, weshalb, wieso. Und ich muss vielleicht doch öfters mal Höhlenbienen-Tour machen. Weil ich auch nie Höhlenbienen hier gesehen habe. Und die dürfen allem Wasser ein bisschen kreuzen und diesen das meinen, die was herstellen lassen, dann wird's vielleicht lustig. So. So viel dazu. Boah. Ich würde am liebsten mal sprinten. Aber erst gucke ich mal kurz hier rein. Läuft das jetzt zumindest? Ach, jetzt brauchen sie noch mehr Licht. Ach! Jetzt kann ich es wieder abbauen hier. Ja. Das war nur, um die Pilze zu platzieren. Sonst brauchen die das hier gar nicht. Jetzt fliegen sie nämlich auch schon raus. Ups, ich habe da hinten aus Versehen die Hecke geschreddert. Ein Loch in die Hecke gepustet, ab durch die Hecke. Kannst du mal so einen Animationsfilm, oder? Ja, doch. Ich glaube, den... Oh, ich muss aufpassen, dass ich einen Pilz weghaue. Ich glaube, das gab's mal. So. Sind wir auch gleich fertig hier. Fertig, okay. Pilze platziert und die Bees da können ihren Job tun. Sollten sie jedenfalls. Kann ich ihn wieder zumachen. Das wächst jetzt eh gleich nach. Und was zum Mampfen drin. Das ist ja furchtbar. Genau, die Anzahl geht runter. Und eigentlich müssten die auch was produzieren. Die produzieren zum Beispiel auch schon was. 5 Stück haben sie schon. So. Die verbrauchen sich halt. Ach, so ist das gemacht. Jetzt habe ich es gecheckt und... boah, die schon, was die schon einmal durchfasst? Interessant, das geht doch schneller, als ich erwartet hatte. Upsala. Na gut. Erstmal durchgehen, Dings holen, was zum Mampfen holen, dann geht's wieder los. Lass mich kurz durch hier und da durch und... Jetpack aufladen und dann geht's gleich runter und dann sammle ich mal das Zeug ein. Wow. Zum Glück, das lädt sich so wahnsinnig schnell aus dem schnell auf dem Vergleich zu den anderen Sachen. 30, gut. Jetzt was zu mampfen. Machen wir den Hover-Mode aus. Ich habe Hunger. Kuchen dich hier noch. Filt-Tin. Der hat aus sofortigst alles nachgehauen. Sofortigst hat er ja alles nachgehauen. Okay, so, jetzt sind wir wieder auf dem aktuellsten Stand hier. Das kann raus. Flaxseeds können weg. Das kann auch weg. Den Schroom habe ich gerade so mitgenommen. So spontan. Ich hätte einen Kuchen essen können, der so doof rumsteht. Apropos. Ich weiß nicht, ich muss immer wieder nachgucken, so ein bisschen. Weil ich gerne wissen will, wie das hier steht. Da, okay, geht. So ein paar Tage noch, bis voll ist und dann läuft die Geschichte. Okay. Dann müsste die Drohne oben fertig sein. Wir könnten wieder nachkreuzen. So, also ich lasse das jetzt so wahrscheinlich, dass ich mal parallel mehrere Sachen am Laufen lasse. Mal check nach jedem Tag und dann einmal guck. Und dann die neuen Sachen züchte. Jedenfalls die hier ist fertig. Die Forest Drone und die Dings. Und neue Frames erstelle ich jetzt auch noch gleich. Wenn ich schaffe in dieser Folge. So. Ist wieder unknown, unknown, unknown. Unbekannt, unbekannt, unbekannt. Und die ist auch noch unbekannt. Können wir sofort hier reinschmeißen eigentlich. Warte mal kurz. Forest Princess. Ich könnte ja hier mal kurz analysieren. Fragezeichen. Und... ah nee, ganz vergessen. Sorry, ich baue wieder Scheiße. Weil ich zu abgelenkt bin. Ich muss ja... mal... diese Waben
hier reinschmeißen, Zentrifuge. Und dann gibt es Zeug raus und das kann man dann weiterverarbeiten. In dem Analyzer. Und dann gucke ich mal, was die Princess hat. Dann weiß Bescheid. Okay. Müsste so gehen. Nächster Versuch. Das da. Plus. Also so kann man mal gucken, welche Merkmale die hat. Dann Vererbung und bla und dies und das. Die Princess. Ist natürlich hier die, ja. Selbe wie die Drohnen. Exakt dasselbe wie die Drohnen. Die können gelegentlich nochmal einen anderen Effekt drauf haben. Flowerst, shortest, slowest, bla bla bla. Und so ist es halt in diesem Spiel da. Ja, weil Tag ist, läuft, Nacht ist, läuft da nichts. Gut. Die rein, plus die da. Wird sie gepaart. Slowest worker, short, shorter life. Gut, gut, gut. Ich, warte mal, ich kann Penny jetzt ganz verschleunigen. Beschleunigen, sorry. Mal durchgehen. Und zack. Okay. Aber ich muss auch schon wieder einen Cut machen. Ich würde jetzt eigentlich hier ein bisschen weiter forschen. Der meiste Zeit habe ich jetzt hier dieses Suchen eingenommen oder ein bisschen Rundgang nach zum Schiffswrack. Ja. Wusste ehrlich gesagt nicht, wie man die Zeit anders noch nutzen konnte. Mussten ja eh kurz warten wegen hier vorne. Ist ein bisschen schlecht gewesen. Aber bleibt nichts anderes übrig, jetzt zu warten. Was aus denen hier noch wird. Die fliegen jetzt wieder rum und dann gibt es wieder die Waben und dies und das und bla und blub. Was die können, wäre gut. Ich mache es einfach noch jede Menge Frames oder auch die verbesserten, weil die halten dann länger. Das ist nämlich die Haltbarkeit von den Dingern, da werden mal neue Waben produziert. Dafür mache ich noch ein bisschen Frame hier und die sind auch schon wieder fertig. Okay. Sehen wir uns im nächsten Part, dann müsste das auch schon fertig wieder sein. Als ob das komplett durchgelaufen ist, weil ich jetzt das mal anders wieder aufnehmen. Und dann. Tschüss von dieser Folge zuvorerst. In der nächsten Folge wird es dann ein bisschen zügiger gehen. Bis dann.